Zum Wohl. Tja, Rheinland-Pfalz hat zwar die Weinberge, aber den Wein, den hat heute Rede. Naja, zumindest einen guten Teil davon. Gleich 5 ausgesuchte Winzer aus dem Rheinland und der Pfalz laden an diesem Wochenende beim Rheder Weinfest zum ein oder anderen edlen Tröpfchen. Und die Rheder? Na, die lassen sich nicht lange bitten. Allen voran Weinkönigin Larissa die Erste. Der Wein? Gute Laune natürlich und schönes Wetter und ja, ist einfach schön in Rhede. Also heute werde ich auf jeden Fall im Bereich liebliche Weine bleiben. Ja, trockene Weine sind nicht so mein Ding, aber liebliche, ja. Und die hauen nicht um, genau. Und heute natürlich auch als Weinschorle sehr zu empfehlen wegen dem Wetter, ne? Ja. Aber lecker. Prost. Ich stehe sowieso auf Weinschorle, weil ich trinke immer mit Wasser auch Bier. Die Renner sind, hat sich gewechselt auf die Jahre hin. Im Moment sind die Renner so halbtrockene Weine, Weißweinbereich und sehr viele Roséweine in Geschmacksrichtung lieblich bis halbtrocken. Das sind im Moment die Renner hier auf dem Weinfest. Dazu noch die richtige Musik und der Abend ist gerettet. So geht's dann auch am Samstag ab 17 Uhr weiter. Ebenso am Sonntag, dann allerdings schon ab 12 Uhr. Und auch noch mit kleinen Probieraktionen und Fachsimpeleien der Winzer. Im persönlichen Gespräch helfen die dann auch noch Besuchern dabei, ihre persönliche Geschmacksnote zu finden. Wer will da schon fehlen?